Wasser ist eines der Grundelemente, die wir zum Überleben brauchen. Dabei ist es nicht nur wichtig, Zugang zu einer Wasserquelle zu haben, die Wasserversorgung und die Sauberkeit des Wassers muss durchgehend gewährleistet sein. Zugang zu bezahlbarem Trinkwasser für alle oder die Entgegenwirkung der Wasserknappheit sind einige der Ziele, die 2015 von 193 Staats- und RegierungschefInnen auf einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen beschlossen wurden, die für jedes Land der Welt gelten und bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. In Münster haben wir das Glück, uns keine Sorgen darüber machen zu müssen, täglich an Wasser zu kommen. Für uns ist es normal, dass wir Wasser bekommen, wenn wir den Wasserhahn öffnen. Doch woher das Wasser eigentlich kommt, wissen viele nicht. Also das Trinkwasser in Münster ist ein totales Heimatprodukt. 75% des Trinkwassers für Münster gewinnen wir in 4 Wasserwerken in Münster. Hauptsächlich in der Hohen Wart, in Hiltrup und in Handorf, in Hornheide, dem Wasserwerk dort. 25% vom Trinkwasser für Münster liefert Gelsenwasser zu. Das kommt dann aus dem Wasserwerk in Halten. Und wie reinigen die Stadtwerke Münsters Trinkwasser? Also das Wasser, das wir aufbereiten als Trinkwasser in Münster, das durchläuft verschiedene Reinigungsstufen. Also das ist Oberflächenwasser, was wir entnehmen, das wird Aktivkohle gefiltert, bevor es dann eben in große Versickerungsteiche geht, infiltriert wird. Das bedeutet, versickert wird. 50 Tage lang läuft es durch den Boden, da wird es durch die Kies- und Sandschichten im Boden gefiltert auf ganz natürliche Weise. Es nähert sich immer mehr dem natürlichen Grundwasser an und nach 50 Tagen können wir es dann an den Brunnen wieder gewinnen. Da durchleuchtet es danach noch eine Reinigungsstufe, da werden Eisen und Mangan aus dem Wasser gefiltert und erst dann geht es über das Leitungsnetz an die Haushalte. Durch die Trinkwasserverordnung wird für jede Stadt gleichermaßen sauberes Wasser sichergestellt. Somit gibt es kaum bis keine Unterschiede zwischen Münster und anderen Orten in Deutschland. Ein weiteres Ziel, das bis 2030 erreicht werden soll, ist die Verringerung der unter Wasserknappheit leidenden Menschen. In Münster brauchen wir uns in den nächsten Jahren keine Gedanken darüber machen, dass wir plötzlich ohne Wasser dastehen, da unsere Wasserversorgung schon um Jahre im Voraus geplant wird. Da sind wir gut drauf vorbereitet. Selbstverständlich steigt auch an solchen heißen Sommern, wie wir sie jetzt die letzten 2 Jahre hatten, auch der Verbrauch deutlich an. Wir haben in Münster tatsächlich das größte Glück, dass wir seit mehr als 100 Jahren wirklich aktiv das Grundwasserdargebot managen können. Deswegen nutzen wir halt ein Verfahren, wo wir den natürlichen Wasserkreislauf nachahmen, Wasser eben künstlich regnen lassen, also es versickern lassen. Münster ist ja eine wachsende Stadt, das heißt, auch der Wasserbedarf wird perspektivisch steigen und so ist es so, dass wir in den beiden großen Wasserwerken, also in der Hohen Wart und in Hornheide, die Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren massiv ausbauen werden, so dass wir aber auch die Produktionskapazitäten, die wir in den kleineren Wasserwerken, im Geist und Kinderhaus haben, perspektivisch nicht mehr brauchen werden. Auch wenn die MünsteranerInnen sich keine Gedanken um den Zugang zu Wasser machen müssen, kann es nicht schaden, wenn wir auf unseren nachhaltigen Wasserverbrauch achten. Der eigene Wasserverbrauch ist uns vielleicht auch nicht immer so präsent. Mithilfe von Internetseiten kann man den eigenen Wasserverbrauch im Vergleich zum deutschen Durchschnitt errechnen lassen. So lässt sich auch in kurzer Zeit Klarheit darüber schaffen, wie der eigene Wasserverbrauch aussieht. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Deutschland bei 127 Litern am Tag. Wir haben PassantInnen zu ihrem Wasserverbrauch befragt und zunächst um eine eigene Einschätzung gebeten. Ich glaube, ich bin relativ durchschnittlich, würde ich behaupten, für einen Einzel-Single-Haushalt. Aber wie hoch das ist, das ist schwierig einzuschätzen. Weiß ich nicht. 40, 50 Liter vielleicht? 15 Liter? 40 bis 50 Liter? 90. 10 Liter. Anschließend haben wir einen Test durchgeführt, um ihren täglichen Wasserverbrauch zu bemessen. Eigentlich genau Durchschnitt, 1 Liter drunter. Ich glaube, ich hätte es niedriger erwartet. Objektiv ganz gut getroffen, weil da habe ich mit gerechnet. Ja. 163 Liter. Ja, das ist viel. Wir verbrauchen 98 Liter pro Person. Also ich finde, wir sind gut, wir liegen gut im Durchschnitt. Also ich fühle mich auch gut, wenn ich sowas beantworten muss. Also ich habe ein gutes Gewissen. Sehr schlimm, 193 Liter pro Person. Ich hätte gedacht, dass wir so im Durchschnitt sind. Ja, ich bin negativ überrascht drüber, auf jeden Fall. Ja, ich verbrauche 105 Liter Wasser und das sind 16 Liter weniger als der Durchschnitt. Das ist ziemlich sportlich, würde ich sagen. Und zu meiner Einschätzung vorher ist es irgendwie schon mal ein großer Unterschied. Also irgendwie die Zahl hätte ich jetzt doch nicht mit gerechnet. Aber wenn man das dann mal so mit dem Durchschnitt vergleicht, finde ich es eigentlich schon richtig gut. Welche Möglichkeiten gibt es,
um den eigenen Wasserhaushalt zu regulieren. Ja, hat man ja sowieso immer, also dass man irgendwie das Wasser laufen lässt, vielleicht zwischendurch, wenn man sich wäscht oder so und es nicht immer wieder ausmacht oder auch wenn man irgendwelche Geschirrsachen spült, dass man die anstatt einmal Spülwasser anzusetzen vielleicht unter und das Wasser hält einfach nur, das müsste vielleicht nicht sein, aber... Weniger baden, weniger putzen. Ich weiß nicht, ob es Handwäsche von Klamotten manchmal tun würde oder sowas, aber eigentlich gehe ich schon sehr bewusst mit Wasser um. Also beim Wäschewaschen wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich das einsparen kann. Doch ausschließlich durch eigene Initiative werden wir die Ziele bis 2030 nicht erreichen können. Um eine ausnahmslose Wasserversorgung für alle Menschen dieser Erde gewährleisten zu können, müssen die gegebenen Ressourcen gerechter verteilt werden. Wir können und müssen unseren Wasserverbrauch stark reduzieren, können jedoch nicht selbst dafür sorgen, dass das Wasser dort ankommt, wo es gebraucht wird. Um das zu erreichen, müssen politische Maßnahmen ergriffen werden.